Schauen Sie mal die Kappen an. Das symbolisiert, was wir um die Schultern herum haben, nämlich Muskeln und Sehnen. Und die machen häufig Probleme. Und über Schulterprobleme reden wir in der heutigen Sendung. Grüezi miteinander, schön sind Sie dabei. Bei mir ist der Professor Christian Gerber. Herr Gerber, können Sie mir noch besser erklären, was mit dieser Haube gemeint ist? Jawohl, das ist die Rotatorenmanschette ist gemeint. Und dort sind die roten Sachen, sind die zusammenfließenden Sehnen, die sich um den Oberarmkopf bewegen. Und gelb sind die Muskeln, die zusammenziehen. Wenn jetzt die Rotatorenmanschette oder die Rotatorenhaube ein Loch hat, wie man hier sieht, das klein ist, dann kann der Kopf immer noch relativ gut bewegt werden, vielleicht mit etwas weniger Kraft. Aber wenn der Riss grösser wird, dann ist es so, dass sich die Muskulatur zurückzieht, ohne dass der Kopf noch bewegt werden kann. Das heisst, dass man den Arm eigentlich nicht mehr lüpfen kann, weil die Kraftübertragung nicht mehr stattfindet. Mhm. Und wenn wir jetzt das am Modell anschauen, wie sieht es so aus? Am Modell seht ihr hier ein Schlüsselbein und hier der sogenannte Infraspinatus, das ist der Muskel, der rausdreht. Hier oben ist der Supraspinatus, das ist der Muskel, der anlüpft. Und hier hat er noch einen Muskel vorne, der so reindreht. Die verbinden sich über dem Oberarmkopf zu der sogenannten Rotatorenmanschette, wo die am einen oder anderen Ort eine Lücke oder einen Riss haben kann. Mhm. Jetzt Probleme an der Schulter sind extrem häufig. Was kann denn passieren? Man kann sich vielleicht vorstellen als verschiedene Schichten. Die innerste Schicht über den Knochen ist Kapsel. Und die kann sich entzünden. Dann kommt es zu einer sogenannten eingefrorenen Schulter oder Frozen Shoulder. Eine der häufigsten Ursachen von Schulterschmerzen. Und die zweithäufigste ist eigentlich sicher entweder ein degenerativer oder ein unfallbedingter Riss von diesen Sehnen und Schultern. Mhm. Verletzungen an der Schulter kann jeder treffen. Auch ganz sportliche Menschen wie der René Hoffmann. René Hoffmann ist ein sehr sportlicher Mann. Der 65-Jährige trainiert jeden zweiten Tag auf dem Rudergerät, rudert auch auf dem Zürichsee, spielt Golf, fährt Ski, macht Pilates und Kraftübungen. Ich hatte noch nie eine Verletzung, noch nie etwas gebrochen. Aber dann geschieht es doch. Vor anderthalb Jahren verunfallt René Hoffmann und verletzt sich an der rechten Schulter. Doch der Unfall geschieht nicht etwa beim Sport, sondern in den Skiferien, als er die Zeitungen holen will. Kurz vor dem Hauseingang bin ich ausgeschlüpft und habe so wirklich einen 180er und mit vollem Gewicht auf die rechte Schulter gefallen. Da bin ich mal schrecklich weh da und dann bin ich mal liegen geblieben. Minute zwei und dann habe ich auf den Knien eine Zeitung zusammengesucht, in den Lift rein. Und dann haben die Kinder mir müssen raushelfen aus der Jacke. Da habe ich zwei Flaschen Weisswein genommen, zum Abkühlen. Und dann hat die Schmerzen ein bisschen nachgelassen. Haben wir eigentlich nicht überlegt, dass es sehr viel passiert ist. Es ist einfach so, dass die Bewegungen vom hinten herum und den Rücken herum sind auf einmal frei gewesen. Also ich konnte Sachen machen mit dem Arm, die ich noch nie machen konnte. Und eigentlich nur bei Aufwärtsbewegungen hat es mir etwas wehgetan. Durch den Sturz waren bei René Hoffmann drei Sehnen der Rotatorenmanschette erheblich angerissen. In der Universitätsklinik Balgrist wurden sie mittels Schlüssellochtechnik rekonstruiert. Da die Muskelqualität bei René Hoffmann noch gut war, konnten die verletzten Sehnen vernäht und mit Ankern am Knochen des Oberarmkopfes fixiert werden. Im Spital ist mir eine Schiene angepasst worden, die auch mit dem Gestell um den Oberkörper war, damit der Oberarm fixiert ist während 6 Wochen. Und das muss man immer anhaben, Tag und Nacht. Und beim Duschen hat man die entsprechenden Probleme, muss sich beim Anlegen helfen lassen. Also es ist eine rechte Einschränkung am Anfang. Dreivierteljahr dauerte bei René Hoffmann die Rehabilitationsphase. Mit seiner rechten Schulter kann er nun beim Sport wieder aufs Ganze gehen. Ich habe überhaupt keine Einschränkung, ich denke nicht daran. Ich mache keine vorsichtigen Bewegungen, ich lebe wie vorher. Herr Hoffmann, Sie haben es zwar im Film gerade gesagt, trotzdem ist die Kraft die gleiche jetzt wie vorher? Ja, erstaunlicherweise ist rechts
so gut wie links, beziehungsweise links ist jetzt fast schwächer als rechts. Also quasi die operierte Seite ist jetzt viel stärker als die andere? Ich habe natürlich auch mehr trainiert. Wie ist es eigentlich gegangen nach der Operation beim Schlafen? Ich hatte das Glück, dass ich auf dem Rücken schlafen kann. Ich hatte das Gestell ja rund um die Uhr angehabt, mit einem 90-Grad-Winkel. Und habe mich entsprechend halt in das Schicksal einfügen. Und ich glaube, das war am Anfang ein schwierig, psychologisch. Aber nachher habe ich gesagt, komm, es ist so, es durchziehen und das Beste daraus machen. Muss jeder Sehnenriss operiert werden? Nein, es muss nicht jeder Sehnenriss operiert werden. Ganz kleine Risse sind so, dass sie eigentlich kein funktionelles Defizit machen und Patienten nicht gross stören. Mhm. Sehnenrisse haben grundsätzlich das Potenzial, entweder Schmerzen zu verursachen oder eine Schwäche oder eben beides. Und je nachdem, was ein Patient für Ansprüche hat oder wie alt er ist, ist es so, dass man ihm empfiehlt, den Sehnenriss zu reparieren, damit er schmerzfrei und kräftig wird oder bleibt. Und wenn es jemand älter ist, der vielleicht ein bisschen tiefere funktionelle Ansprüche hat, kann man ohne weiteres auf eine Operation verzichten. Mhm. Wir haben noch eine Animation, die zeigt, wie Sie das zusammennähen. Herr Gerber, was sieht man hier? Hier schaut ihr jetzt eigentlich direkt auf die Schultern und seht dort hier so einen Iris in der Sehne, wo der Arm seitlich abläuft. Da kommen jetzt so Kanülen. Man operiert das quasi unter den Bau, so durch die Kanülen durch, und bringt nachher mit kleinen Geräten Fäden ein. Hier sieht man jetzt, wie ein erster Faden gesetzt wird, um so eine Längsiris Seite zu Seite zu vernähen. Die Knöpfe macht man außerhalb der Haut und tut das so verschließen. Und am Ansatz am Knochen ist der Regel so, dass man kleine Enkel braucht, um am angefrischten Knochen, der etwas blutet, damit das nachher gut heilen kann, die Zähne wieder annähen. Das ist ein solcher Anker. Der Anker geht in die Knochen hinein und man zieht nachher die Fäden zum Teil durch die Zähne durch und knüpft sie oben durch, damit man so kann das wieder komprimieren an Knochen her. Jetzt könnte man sich fragen, wie lange hält das? Oder wie groß ist das Risiko, dass das wieder reißt? Das Risiko, dass es wieder reisst, ist vor allem in der Frühphase nach der Operation relativ gross, weil die Spannung der Muskelsehneneinheit ist eigentlich der Find der Heilung. Aus diesem Grund versuchen wir, wenn wir schon jemanden operieren, versuchen wir das Maximum rauszuholen. Und darum schützen wir das, indem man die Spannung aus der Muskulatur rausnimmt und den Arm ruhig stellt auf einer Schiene, die die Spannung wegnimmt, sodass die Heilung ungestört erfolgen kann. Mhm. Sind Sie jetzt heute ein bisschen übervorsichtig oder wie machen Sie das? Überhaupt nicht. Nein. Ich denke nicht mehr daran, ich merke es auch nicht, ich hatte nie Schmerzen und bewege mich genauso wie voran, auch vom Sport her in jeder Beziehung. Wenn die Sehne ganz schwer verletzt ist, gibt es auch die Möglichkeit, eine Sehne zu ersetzen? Es gibt Möglichkeiten, Sehnen zu ersetzen durch körpereigene Sehnen, die man umlenkt, die eine andere Funktion übernehmen. Oder Ersatzmaterial, das zwischengeschaltet werden zwischen Knochen und ehemaligen Sehnenende. Das ist aber ein bisschen problematisch, weil wenn die Sehne sich so weit zurückgezogen hat, dann hat sich auch der Muskel zurückgebildet und der erholt sich in der Regel nicht mehr. Dankeschön vielmals, Herr Gerber, und herzlichen Dank, Herr Hoffmann. Der 84-jährige ehemalige Chefarzt Dr. Armin Mäder hat einen mehrfachen Sehnenriss an der Schulter erlebt. Seine Behandlung ist allerdings ein bisschen kompliziert. Armin Mäder ist begeisterter Imker. Fast täglich arbeitet er in seinem Bienenhaus, das schon seinem Großvater und danach seinem Vater gehörte. Der pensionierte Chefarzt züchtet Königinnen und stellt seinen eigenen Honig her. Sein Hobby kann der 84-Jährige trotz seinem künstlichen Gelenk in der rechten Schulter fast uneingeschränkt ausführen. Das meiste kann ich lupfen, sodass ich Bienenzucht ganz gut kann durchführen. Also eine Wabe, können Sie gut lüpfen oder brauchen Sie hier für eine Wabe? Manchmal, wenn es eine ganz schwere Wabe ist, dann muss ich die linke Hand zur Hilfe nehmen. Aber bei den meisten Fällen geht es rechts allein. Bei Armin Mäder waren 3 der 4 Sehnen in der Rotatorenmanschette des rechten Schultergelenks gerissen.
Es geschah bei einer kleinen Bewegung. Ich bin im Auto gesessen, im stehenden Auto, und wollte etwas auf dem Nebensitz nehmen. Und in dem Moment habe ich einen akuten Schmerz verspürt und gemerkt, oh, da ist etwas passiert. Und da war offenbar der Endpunkt des Ausfalls von allen diesen vier Muskeln, die die Schultergelenke dirigieren. Hat das weh gemacht? Es hat sehr weh getan, ja. Ich konnte aber noch gleich heimfahren, ohne Probleme. Später wird Armin Meder in der Universitätsklinik Balgrist in Zürich an der rechten Schulter operiert. Es war die Vordersehne zum grössten Teil gerissen. Die obere war komplett gerissen. Die Hintersehne, die macht, dass er den Arm gut rausdrüllen kann, war gerissen. Der Infraspinatus und der Teres Minor hinten ist noch zu einem kleinen Teil gestanden. Dadurch hatte Herr Meder grosse Probleme, seinen Arm im Raum zu positionieren. Er hatte Schwäche, den Arm zu lupfen, und Schmerzen dabei, am Tag wie auch in der Nacht. Die Muskulatur war schon so stark zurückgebildet, dass man die Sehnen nicht mehr zusammennähen konnte. So musste bei Armin Meder ein umgekehrtes künstliches Schultergelenk eingesetzt werden. Das heisst umgekehrtes künstliches Gelenk, weil im Gegensatz zur normalen Anatomie die Kugel jetzt auf der Pfannenseite ist und die Pfanne ist auf der Oberarmseite. Und das gibt dem Gelenk eine Stabilität, wie das Ei da im Eierbecher findet. Also gleichzeitig ein Gelenkersatz und eine Stabilisierung des Gelenks, die dann erlaubt, mit der restlichen Muskulatur, dem Deltamuskel, die Funktion der Schulter wieder aufzunehmen. Seinen Alltag kann Armin Meder dank der Schulterprothese wieder gut bewältigen. Und auch seine Leidenschaft, die Bienenzucht, die ihn schon seit Kindheit begeistert, wird er hoffentlich noch viele Jahre ausüben können. Der Honig bedeutet mir sehr viel. Ich bin ein Süßer, habe gerne Küche und Honig sowieso und bin darum dankbar und glücklich, dass ich jeden Morgen eigenen Bienenhonig essen kann. Sie haben wieder ein zweites Beispiel gesehen, eigentlich einen banalen Unfall mit gröberen Folgen. Herr Meder, wie lange ist es eigentlich gegangen, bis Sie operiert worden sind? Haben Sie da lange warten? Nein, ich bin etwa nach 2 Monaten operiert worden. Mhm. Und nach der Operation, haben Sie starke Schmerzen gehabt, oder wie haben Sie das erlebt? Nein, ich bin nicht sehr schmerzempfindlich und habe auch wenig Schmerzmittel gebraucht und bin sehr rasch wieder mobil gewesen. Und auch mit dem Liegen im Bett ist das ja gut gegangen? Ja, das ist am Anfang ist klar, ist man ein bisschen behindert, aber nachher ist das wieder sehr gut gegangen. Mhm. Herr Professor Meier, wir haben gesehen, Sie haben eine inverse Prothese eingesetzt. Jetzt wollen Sie trotzdem einmal beide Arten, die normale versus die inverse, sehen. Was ist denn der Unterschied? Ja, wir haben es im Bericht vorher gesehen, dass bei einer normalen Schulter der Oberarm eine Kugel hat. Und diese Kugel hebt in der Pfanne nur dank der Sehne. Sonst würde das überhaupt nicht heben. Und der Deltamuskel würde den Arm aufziehen als Schulterdach. Wenn man jetzt aber das umgekehrte Gelenk anschaut, dann ist das eben so, dass der umgekehrte Teil ist eben auf der Schaftseite, auf der Oberarmseite. Und in der Pfanne hat es eine Kugel. Und diese Kugel, die hebt jetzt natürlich gut gegen den Schaft und ersetzt so gleichzeitig die Sehnenfunktion und die Oberfläche des Gelenks. Und so haben sie eine Stabilität auch ohne Sehne. Mhm. Jetzt, wenn die inverse Prothese stabiler ist, wieso setzt man die andere überhaupt noch ein? Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt einen starken Trend in Richtung umgekehrte künstliche Gelenke, also inverse. Die anatomische Prothese, also die, die so normal aussieht, die kommt nur in Frage, wenn sie perfekte Sehnenverhältnisse haben. Sie haben dann eventuell noch ein bisschen bessere Beweglichkeit hinter dem Rücken. Dafür haben sie mit dem umgekehrten künstlichen Gelenk ein sicheres Outcome, also ein sicheres Resultat und ein bisschen mehr Kraft als mit der anatomischen. Wie ist es mit der Kraft? Es ist eigentlich das Optimum, was ich erreichen konnte mit den noch vorhandenen Muskeln. Wenn etwas ganz Schweres zum Lupfen ist, wie zum Beispiel einen schweren Krug zum Einschenken, dann ist es eventuell ein bisschen problematisch. Mhm. Dann muss ich halt den anderen Arm zu Hilfe nehmen. Aber sonst geht es relativ gut eigentlich. Wie ist es? Gibt es eine Alterslimite für eine Schulterprothese? Das ist auch eine sehr gute Frage. Natürlich ist es die Biologie, die definiert,
ob ein Patient nach einer Operation gut vertragen kann. Aber gerade bei betagteren Patienten kann das darüber entscheiden, ob er nachher selbstständig bleiben daheim oder ob er sich in eine Pflege begeben muss. Und somit ist das auch gerade für sehr betagte Patienten zum Teil entscheidend, wieder eine gute Schulterfunktion zu haben. Osteoporose ist auch noch häufig. Ist das ein Problem für eine künstliche Pflege? Erstaunlicherweise geht das sehr gut. Auf der Pfannenseite können wir die Kugeln sehr zuverlässig verankern, auch bei Osteoporose. Auf der Schaftseite muss man gelegentlich dann Knochenzement verwenden, aber mit dem Knochenzement hebt das auch. Mhm. Sie sind Arzt und ehemaliger Chefarzt und jetzt plötzlich Patient. Was ist das für ein Gefühl? Ja, man muss einfach auch einen Arzt von seinem Vertrauen finden und sich dann als Patient voll eingeben. Ja, und Sie sind natürlich super zu Weg mit 84. Ja, hoffe es, ja. Wie lange hält so ein Gelenk? Ist das gleich wie beim Hüftgelenk? Nicht, die Gelenke gibt es noch nicht so lange. Die sind erst in den 90er Jahren so richtig aufgekommen. Aber wir haben jetzt können zeigen, dass Patienten durchaus ähnliche Lebenserwartung von so einem Gelenk haben wie bei einer Hüftprothese. Also das kann durchaus auch 15, 20 Jahre oder länger halten. Ja. Wie ist es mit den Risiken? Wie risikoreich ist so eine Schulteroperation? Im Prinzip nicht sehr risikoreich. Es geht eine gute Stunde, so eine Operation, und wird im Allgemeinen gut vertreibt. Das grösste Risiko ist natürlich, eben, ob es nachher funktioniert. Und da haben wir grosse Fortschritte gemacht. Und da darf man zuversichtlich sein mit so einem umgekehrten künstlichen Gelenk. Dankeschön vielmals, Herr Meier. Und ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Mäder.